liebes Menschenkind, lieber Mensch, fühle dich von den Energien der Liebe umhüllt und fühle dich ganz herzlich eingeladen, jetzt mit deiner Seele zu sprechen. Beginne, das Licht der Liebe einzuatmen und beginne auch, dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen. Vielleicht spürst du, wie dich diese Energie einhüllt und wie du dabei wächst. Denn die Energie der Liebe, sie berührt dein Herz. Und sie lässt dein Herz sich zu einer großen goldenen Sonne entwickeln. Und so stehst du nun inmitten dieser großen goldenen Sonne, welche genauso groß ist wie du selbst. Spüre, wie dich diese Energien tragen und lass es ruhig alles geschehen. Ich rufe die Engel des Lichtes. Die Engel des Lichtes sind gerade jetzt in dieser Zeit wichtig, um dein Leben zu erhellen, um dir zu zeigen, welcher Weg richtig ist. Und so fließt ein die große Lichtkraft dieser wundervollen Engel. Sie versammeln sich jetzt bei dir in deinen Raum, in deinen Räumlichkeiten, in deinem Haus, um dein Haus herum, selbst im Garten und auf der Straße. Sie sind gekommen, um dir das Licht zu übergeben. Das Licht, was dir beistehen wird, dich neu zu definieren. Denn dieses Licht, es bringt Licht in die Dunkelheit und es wird deinen Blick erhellen. Erhellen, das zu erkennen, was für dich jetzt gerade wichtig ist. Und so erlaube dir, dass dich dieses helle Licht berühren darf, dass dieses Licht deine Seele berühren darf und erlaube dir auch jetzt, deine Seele zu öffnen. Es geschieht allein mit deiner Absicht und in diesem Moment fließen die lichtvollen Energien der Engel des Lichtes zu dir. Und genau jetzt, in diesem Moment, wirst du deinen Stärken erkennen. Sei es, dass du erkennst, dass du ein Krieger des Lichtes bist. Sei es, dass du erkennst, dass du ein Engel des Lichtes bist. Dass du das Vertrauen in dir trägst. Oder dass du die Transformationskraft der Liebe trägst, dass du als Heiler oder Priester in der jetzigen Zeit wirken wirst, oder dass du als Magier mit deinem Stab negative Energien lösen wirst, oder dass du als Sternenkind die Töne singst, welche die Menschen beruhigen und unterstützen.
Du wirst deine eigenen Bilder empfangen, welche dir zeigen, auf welchen Gebieten du deine Stärken hast. Und so lass es einfach geschehen und genieße die Lichtübertragung, welche deine Visionen jetzt verstärkt, die Visionen für eine neue Zeit, die Visionen für eine neue Definition deiner selbst. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, all diese Bilder und Informationen zu genießen, welche jetzt einströmen, welche dich anheben in deiner Energie und dir zeigen, welch ein großartiges Licht du bist, welche dir zeigen, wie wundervoll du doch bist. So strömt das Licht in deiner Seele, zu deinem Herzen, durch deinen ganzen Körper. Und vielleicht fühlst du dich so, wie wenn du fliegen würdest. Die Energie hebt dich so weit an, wie es sich gut für dich anfühlt und so weit an, wie du es selbst zulässt. Und so tauchen wir ein in die Sphären des Lichtes, welche dich stärken, dir Kraft geben und dir zeigen, was alles möglich ist. Erlaube dir, all dem zu vertrauen, was dir gezeigt wird, denn es ist deine eigene Energie, dein eigenes Licht, was sich reflektiert und dir zeigt, wer du in Wirklichkeit bist. Die Engel des Lichtes wissen dies und sie nicken dir zu, denn so soll es sein. Kraft, Liebe, Vertrauen und Licht fließen nun in dir, wertvolle Energien werden in dir verankert, sodass du gut durch die aktuelle Zeit hindurchkommst, sodass du dich immer wieder daran erinnern kannst, was richtig für dich ist und dass dein Licht ewig leuchtet. So verabschieden sich die Engel des Lichtes von dir mit einem Lächeln, dem Lächeln der Liebe. Und ich bedanke mich mit den Worten von Smarana bei den lichtvollen Engeln und bei dir und bei meiner Seele für all das, was gerade geschehen durfte. Du darfst in deiner eigenen Geschwindigkeit langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen und ganz wieder hier sein. Ihr Lieben, ich denke, ihr habt
ganz viel Bilder bekommen oder einfach ein Wissen jetzt in euch, was euch Klarheit bringt, was jetzt zu tun ist. Und wenn du noch mehr von diesen wundervollen Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere meinen Kanal, klicke einfach hier auf diese Kugel und schon bist du dabei, schon wirst du von YouTube immer daran erinnert, wenn du noch die Glocke aktivierst, wenn ein neues Video von mir kommt. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.